So, und hallo zu meinem ersten Let's Play Minecraft. Und ja, ich fange dann auch gleich mal an. Drück auf Neue Welt erstellen. Und lass mich mal überraschen. So, wird geladen, konvertiert. Alles kennt man ja. Naja, wird schon alles gut gehen. Ich hoffe nicht, ich spawne gleich in der Nacht. Wäre blöd. Und geil, Dschungel. Das finde ich schon mal cool. Oh, Werkzeuge. Ah, ja. Hat gerade geleckt. Entschuldigung. Liegt nicht an mir. Ich habe eine Idee. Oh. Höhle. Nö. Na. Oh, ich hab Baum. Was kann man da machen? Mal gucken, Kugi. Komme ich hier irgendwie hoch? Vielleicht kämpfe ich mir. Oh ja, gute Idee. Ich kann mir ein Baumhaus machen, wenn ich hier hochkomme. Hier sieht es ganz vielversprechend aus. Nein. Cool, kommt noch gleich gut hoch. Das heißt, es ist ein guter Baum. Guter Baum. Guter geht's nicht. Guter ist am gutesten. Ja. Mal abfarmen. Nicht abfarmen. Soll ja noch stehen bleiben. Nein. Ich bin nur Umweltzerstörer. Ich bin der schlimmste Raudi. Zerstöre die Baumheit. Mache mir mein eigenes Reich rein. Ja, die Baumheit. Baum. Geil. Kann man sich hier richtig hin, geil. Eine richtig coole Fläche machen. Schön gerade. Alles. Ist das ein großes Biom hier? Na, wie geht's euch so? Da ist eine Kuh und ein Eis, ne? Da gucke ich mal, was ich da gucken kann. Ja. Tropenholz habe ich ein bisschen sehr wenig. Will ich noch was farmen? Direkt mein Ziel vor Augen. Ich baue ein Baumhaus. La 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 la. Ich farme Bäume. Lu 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 lu. Hier will ich aber noch nicht rein. Noch nicht. Das kommt dann erst in der nächsten Folge, die Höhle. Die kommt erst in der nächsten Folge. Ich will jetzt noch keine Höhle, ich will ein Haus. Weil ich weiß, dass bald Nacht wird. Toll. Au. Der Baum hat mir wehgetan. Jo. Das wird ein cooles Baumhaus. Muss ich mir immer noch merken, wo ich hin muss. Muss ich denn überhaupt noch mal hin? Manu, ich muss wieder zurücklaufen, Orientierung wiederfinden. Ja, da hinten.
Oh. Hier hin. So, muss ich mir merken. Den Baum fäll ich doch mal locker so. Ich brauche auch Holz. Muss ich, wenn ich ein Baumhaus baue. Ja, da brauche ich schon einiges an Holz. Holzverbrauchung, Holzverbrauchung, Holzverbrauchung. Was gibt's Besseres? Ach, Stein muss ich mir mal holen. Ja, okay, dann kann ich mir auch gleich ein bisschen Eisen holen. Eisen holen. Das klatsche ich weg. Das klatsche ich weg. Das kommt weg. Das gehört ja alles nicht hin. Also, das gehört natürlich meine Handtasche. Naja, Handtasche. Nicht wirklich. Aber in mein... Was kommt das eigentlich? In mein Inventar gehört es einfach jetzt mal. Ein bisschen Steinfarm braucht man ja für Ofen, andere nette Sachen, Steinaxt, Schere. Weil in die Höhle möchte ich ja eigentlich noch nicht. Ja, ich habe genug Stein. In diese Höhle möchte ich noch nicht. Ich möchte erstmal nächste Folge oder übernächste Folge reingehen. Ja, falls es überhaupt so viele Folgen gibt. Also will ich hoffen, dass es überhaupt so viele Folgen gibt. Weil ich muss erstmal alles regeln. Von wegen Mikro und so. Aber es geht mir eigentlich auch auf die Pimpernellen. Bauen wir jetzt dann schon einen Stufenbaum, damit hier hochgehen kann. Ja, Stufenbäume sind wichtig für die Natur. Ohne die können zum Beispiel Schafe nicht auf Urwaldbäume klettern. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen? Ein Schaf auf dem Baum. Naja, na, ist das gut. Dann wird es nicht vom Zombie gefressen. Weil ich aber bezweifle, dass die Schafe mögen. Naja, ist ja ein bisschen labberig vom Fadig und so. Ich könnte das nicht essen. Ist auch eklig. Aber sag mal, ist für euch zu Hause jemand Schaf? Naja, vielleicht schon Lammkeule, aber so ein Ruheschaf. Oder hat jemand vielleicht einen Fuchs, der gerne Schaf isst in Minecraft? Oder normalen Leben. Naja, kann ja alles sein. Ich mache mir auf jeden Fall eine Workbank. Werkbank. Ich will gar nicht auf diese Leiter. Steinaxt. Nein, ich mache keinen verkrüppelten Stock. So. Na, 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 ist das spannend, ist das spannend. Finde ich auch spannend, Leute. Spannend, was es gibt. Apfel futtern, Bäume schlagen. Zu gucken, dass man viele Bäume hinkriegt. Es wird auch wieder Nacht. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Das ist blöd. Ich habe ja wirklich so eine kleine Nachtphobie. Ich habe da wirklich richtig Angst. Wenn ich nicht gerade so ein verzaubertes Dierschwert mit Schärfe 500 und Verbrennung 1 Million habe, dann geht es nicht. Das geht dann nicht.
weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich krieg da richtig Schiss. Aber ich gut mag, wenn ich hier so spiele. Zum Beispiel auf einem anderen Account. Oh, Glück gehabt. Zum Beispiel auf dem Account von meinem Freund. Den necke ich dann ein bisschen, spiele mit ihm, also mit dem Account. Und dann, ups, Lava. Hier da, ups. Ja, ein bisschen Feuer im Haus muss sein. Und ich will zurück. Habe ich aber wirklich das Bedrängnis. Wo war ich denn? Wo muss ich hoch? Wo ist die Leiter meines Vertrauens? Alter, wo geht's hoch? Ah, da. Hoffentlich ist er nicht hier oben. Kann ja nicht. Ach, da kann ich ja gerade wieder eine Fackel draufsetzen. Das mache ich mal so. Und so. Wir können zwar eh keine Monster drauf spawnen. Aber auf den Blöcken. Und das wäre halt blöd. Das Gute ist, in einem Dschungelbiom spawnt nicht so viel wie ein normalen Biom. Das ist nicht bewiesen. Boah, ist da viel. Muss mal auf meinen Optionen gucken. Oh, schwer. Mach ich noch friedlich. Nee, wisst ihr was? Das bleibt so, wie es ist. Muss ja auch ein bisschen anstrengend sein. Es fehlt ja sonst der richtige Elan. Zu gucken. Oder so. Was weiß ich. Hier mache ich mal eine Kennzeichnungsfackel hin. Ich weiß, dass es hier hoch geht. Finde ich das vielleicht Leck. Schneller. Ja. Das war's und jo. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.